Hallo Bulgarien, wir sind gerade über die Grenze gelaufen. Hat funktioniert. Also das wäre vielleicht die Chance, das erste Mal mit einem LKW rüber zu fahren, irgendwo hinfahren. Wir fahren also das erste Mal in einem LKW. Das Balkangebirge empfängt uns regnerisch. Dennoch sind wir begeistert. Auf dem Weg in die Hauptstadt Sofia sehen wir immer öfters Feuer am Straßenrand und bemerken, dass Straßenprostitution hier gang und gäbe ist. Couchsurfen, wie es im Buch steht. Bei Manol verbringen wir fast eine Woche, genießen es, die Hauptstadt mit einem Fotografen zu erkunden und versteckte Ecken zu sehen. I studied before. Before, now and after now. We study the. Was the time? Wir finden es richtig gut, dass wir hier reisen. Nicht. So, wir haben noch keinen Schlafplatz für heute Nacht. Und es ist schon dunkel. Echt jetzt? Wir brauchen noch was zu essen. Also ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich hier schlafen. Im Bahnhofsgebäude. Staja Czasna, Quartira. Hier. Ich weiß nicht, was er sagt. Ich weiß auch nicht. Ja? Okay. Okay. Aber jetzt hat er, glaube ich, keinen Bock mehr. Aber wir dürfen hier schlafen. Ich finde es irgendwie echt lustig. Vielleicht schlafen wir heute Nacht in einem Bahnhof. Falls ihr euch jetzt fragt, wie kommt das zustande? Das finden wir selber nicht so gern. Läuft. Und das ist jetzt unser Bett. Und das ist unser Bett. Und das sind unsere super süßen Pantoffeln. Du bist so süß. Komm, wir gehen mal zu den Leuten jetzt. Als wir noch im Supermarkt waren, haben uns Theodora und Konstantin kurzerhand zu sich nach Hause eingeladen und wir hatten eine Menge Spaß. Ich weiß nicht, ob du meine Karten sehen darfst. Don't see the card. Oh. Ach, du darfst, this, man darf this sehen. This card. We make this. Okay. This is. So, ich glaube, es ist an. So, es ist Zeit, Abschied zu nehmen von unseren tollen Gastgebern. Also jetzt sind wir wirklich mal so richtig im Nirgendwo angekommen. Wir fahren ja noch weiter. Warum fahren die jetzt weiter? Naja, also schön ist es hier. Geh mal gucken. Also gut. Irgendwann sind wir dann doch in Melnik angekommen. Die Sandpyramiden wollen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen.
Ich hätte nie gedacht, dass es so einen Ort in Europa gibt. Also jetzt wurden wir hier rausgelassen, mitten im Nirgendwo, und es fahren hier nicht viele Autos, aber jetzt gerade kommt eins. Aber er hält nicht an. Na, mein Schatz, was macht der? Was macht mein Schatz da hinten? Du stehst doch auf der falschen Seite, oder? Ich stehe auf der falschen Seite, ja.